Du willst einen Memberbereich anbieten für deine Kunden, Kundinnen oder du willst Online-Kurse anbieten, die Leute einloggen können und anschauen können. Vielleicht kombiniert mit einer 1:1 Begleitung durch dich, aber sie können trotzdem einloggen, um gewisse Materialien zu schauen oder auch auszufüllen, zu arbeiten mit deinem Wissen, mit deinem Material. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nimmst du ein System, ein fertiges System, wie zum Beispiel EloPage. Dazu habe ich ein paar andere Videos auf diesem Kanal. Da kannst du sehr einfach einloggen, deine Lektionen gestalten, Videos hochladen darin und dann direkt anbieten, Zahlungsmöglichkeiten, alles ist integriert. Der andere Weg ist, du baust eine eigene Seite, zum Beispiel jetzt hier, in meinem Fall mein Sammelsteiner Shine. Das basiert auf WordPress mit dem Learning-Plugin LearnDash und ist auch verknüpft mit einem Zahlungstool und so weiter. Da hast du ein bisschen mehr Arbeit für die erstmalige Konfiguration. Vorteil davon ist, du arbeitest dann in einem wahrscheinlich bekannten WordPress, musst nicht ein neues System für Inhaltsaufbereitung lernen und du bist ja freier in der Gestaltung. Du kannst wirklich umgestalten, wie man kennt von WordPress, so viele zusätzliche Erweiterungen dazu nehmen oder von mir aus auch einen Coder beauftragen, das genauso umzusetzen, wie du das willst. Im Gegensatz zu EloPage, da ist man angewiesen auf die Funktionen, die die Plattform bereitstellt. Beides hat Vor- und Nachteile. Vorteil von deinem eigenen System ist halt auch, ja, es geht weniger ab für den Anbieter. Natürlich zahlst du ein bisschen was für Kreditkartentransaktionen, ein bisschen was für die Plugins, aber nicht einen großen Anteil von deinen Verkäufen. In meinem Fall habe ich jetzt also eine separate Installation von WordPress. Warum? Weil ich nicht will, dass diese Plugins sich irgendwie beißen mit den Plugins auf meiner Website, dass es da Konflikte gibt. Das heißt shine.samsteiner.net, kannst du auch schauen gehen, vielleicht sieht es nicht mehr genau so aus wie jetzt, ist eine separate Website, technisch gesehen, separate Installation von WordPress, das braucht ja nicht viel Zeit heute. Und darauf, wenn ich jetzt ins Backend gehe, habe ich das Learning Management System LearnDash installiert und darin kann ich meine Kurse verwalten und in meinen Kursen die Struktur von Modulen und Lektionen, in LearnDash heißt das Lektionen und Themen, da so aufbereiten, genau wie ich das schon kenne von WordPress. Also hier habe ich die Struktur und hier habe ich unter Bearbeitung die Inhalte genauso, wie ich mir das gewohnt bin von WordPress, kann Bilder hinzufügen, Links hinzufügen, natürlich dann auch Videos einbinden und alles in meinem bekannten Umfeld. Die Zahlungen mache ich dann über ThriveCard. ThriveCard ist ein Tool, das kaufst du einmal im Moment, kannst du das einmal zahlen und dann kannst du beliebig viele Produkte drin erfassen, auch Abos, die sich regelmäßig erneuern. Und mit dem ThriveCard to LearnDash Plugin habe ich das so verbunden, dass wenn jemand den ThriveCard kauft, wird automatisch Zugang gegeben zu diesem Produkt hier in meiner Lernumgebung. Du kannst damit einen Memberbereich machen, dass die Leute monatlich zahlen oder über 3 Monate zahlen oder einmalige Kursangebote und so weiter und so fort. Das ist sehr einfach, wenn es mal eingerichtet ist, aber du brauchst ein bisschen mehr, bis es eingerichtet ist. Wenn du lieber willst, dass jemand wie ich das für dich einrichtet, dann melde dich über die Links unter diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und schau die anderen Videos über Themen, die mich begeistern, rund um Online-Business, Online-Sichtbarkeit, auch ein bisschen Automation, um dir das Leben zu erleichtern. Also klick hier oder hier, wo auch immer das gerade eingeblendet wird. See you soon. Bye-bye.